und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Luca. Dieses Video wird ein ganz, ganz spezielles Video für mich und es ist auch ein sehr, sehr persönliches Video von mir. Und zwar habe ich mir gedacht, ich möchte ja Menschen helfen bezüglich meiner Krankheit. Viele von euch wissen ja, dass ich an einer unheilbaren Augenkrankheit leide, die sich Tunnelblick nennt, die bis zur Blindheit führen kann und ich bereits schon nachtblind bin und ein eingeschränktes Gesichtsfeld habe. Ich bin selbst in einer Facebook-Gruppe drin, bei denen es ganz viele Menschen gibt, die die gleiche Krankheit haben, und möchte auch diesen Menschen helfen beziehungsweise einfach von meinen Erfahrungen berichten. Und ja, die Nachfrage ist natürlich jetzt auch groß bezüglich, wie meine Eltern darauf reagiert haben, wie die damit umgegangen sind, was man bei mir beachten muss und so weiter. Ich habe viel bereits über mich erzählt, wie ich damit umgehe, wie ich damit umgegangen bin, was ich durchgemacht habe. Ich dachte mir jetzt einfach, in diesem persönlichen Video werde ich einfach meine Eltern befragen. Ich mache es jetzt so, dass ich sie praktisch aus der dritten Person anspreche bezüglich mir, so wie eine Art Fernsehmoderation, und befrage sie ein paar Fragen bezüglich meiner Krankheit. Und sie werden dann natürlich eben diese Fragen dann so beantworten, wie es für sie mit mir bisher war, beziehungsweise wie sie damit umgegangen sind. Also meine Eltern waren natürlich komplett dafür für dieses Video, sonst würden sie es nicht machen. Und ja, wir möchten einfach auch anderen Menschen helfen. Ich denke, meine Eltern können auch mit diesen Fragen vielleicht ein paar Fragen von anderen Betroffenen beantworten und vielleicht denen auch Tipps geben, wie gesagt, wie man damit umgegangen ist. Beziehungsweise damals, als ich noch ein Kind war, habe ich das ja gar nicht realisiert. Und ich denke, solche Fragen können sie am besten beantworten. Deswegen würde ich jetzt sagen, sehen wir uns gleich bei der Befragung und ihr werdet dann meine Eltern sehen und ich werde sie dann praktisch aus der dritten Person fragen. Also ich werde dann beispielsweise fragen, wie unterstützt ihr Luca? Also jetzt nicht wundern, wenn ich sage Luca, weil ich rede dann aus der dritten Person wie so eine Art Interview und sie werden dann darauf die Fragen beantworten. Ich würde jetzt einfach sagen, let's go. Also Leute, ihr seht jetzt, hier sind meine Eltern und ich habe euch ja bereits gesagt, ich werde jetzt die Fragen stellen aus der dritten Person. Also ich werde jetzt beispielsweise fragen, wie habt ihr damals auf Luca reagiert, als er die Krankheit bekommen hat und so weiter. Also nicht wundern, wenn ich jetzt meinen Namen aus der dritten Person sage. Und jetzt würde ich sagen, wir beginnen einfach mal mit der ersten Frage, und zwar, wie und wann habt ihr gemerkt, dass Luca eine Krankheit hat? Also das war mal abends, da sind wir mit Luca rausgegangen, es war zur Dämmerung, da wollte man ins Auto und dann hat er den Griff gesucht und getastet mit der Hand. Das haben wir einmal beobachtet, zweimal, und dann sind wir halt zum Augenarzt, weil ich gedacht habe, da stimmt was nicht. Okay, was habt ihr getan, als ihr es gemerkt habt? Wir haben einen Termin gemacht beim Augenarzt. Dann waren wir dort, dann hat er festgestellt, er hat eine spezielle Hornhautverkrümmung und er braucht eine Brille. Ja. Dann war das Thema beendet für uns. In diesem Moment, ja. Hat es geheißen, er braucht eine Brille, das sieht schlecht, und das war's in dem Moment erstmal. Wie seid ihr darauf gekommen, dass Luca diese Krankheit hat, beziehungsweise wann wurde es festgestellt? Also festgestellt wurde es im Alter von 6 Jahren. Wie gesagt, meine Frau hat es vorhin schon mal beschrieben, dass er draußen im Dunkeln den Türgriff gesucht hat. Und wir haben auch festgestellt, Sonntagmorgens, trotz Brille, also Sonntagmorgens kam er ins Schlafzimmer. Da war durch diese Rille trotzdem Licht ein bisschen, aber er hat praktisch mit uns geredet, aber in den Raum geschaut. Also praktisch unser Kopf war da, aber er hat hier in den Raum geschaut und hat geredet, wie wenn er uns nicht sehen würde. Trotz ein bisschen Licht, und dann haben wir gesagt, es kann nicht sein, dass das nur die Brille ist. Und dann haben wir nochmal nachgehakt beim Augenarzt und der hat uns dann wirklich bestätigt, ja, da müssen wir für eine spezielle Untersuchung nach Heidelberg Uniklinik, und da sind wir dann auch hingegangen. Wie war eure Reaktion, als die Krankheit festgestellt worden ist? Wir waren den ganzen Tag erstmal dort in Heidelberg. Alle sind untersucht worden, die Schwester, er, die Eltern, es war ein ganzer Tag, und am Ende hieß, der Luca hat Retinitis Pigmentosa. Ja, wir haben nicht gewusst, was es ist, ist uns erklärt worden, und dann haben die gesagt, ja, da gibt es keine Heilung oder irgendwas dagegen zu machen. Sie müssen sich damit abfinden, dass er irgendwann blind wird. Ja, boom. Und es war für uns der Boden unter den Füßen ist weggezerrt worden.
Also ich habe erst mal gar nicht verstanden, was das jetzt heißt, aber so über die Jahre hin hat man das dann gemerkt, was da alles dranhängt. Ja. Das war eigentlich der schlimmste Tag meines Lebens an dem Tag. Ja. Die nächste Frage ist, wie hat sich dadurch euer Leben verändert? Viel negativ und das Negative aber auch im Positiv. Das hat auch Zeit gedauert, umzuwandeln. Aber wir sind, wir haben es halt gemeistert. Also wir haben ihn halt unterstützt in vielerlei Hinsicht. Ich war zum Beispiel auch Trainer von ihm oder Co-Trainer, je nachdem. Und man hat es dann auch gemerkt im Winter, da konnte er dann nicht mitmachen. Und dann muss man halt abbrechen mit ihm und so weiter. Und, ja, wir sind eine Familie und deshalb, das schaffen wir bis jetzt. Ja. Dann gleich zur nächsten Frage, wie unterstützt ihr Luca? Also, unterstützen tut meine Frau ihn, indem er immer gefahren wird, also Taxizentrale Mami, so ungefähr. Wenn er irgendwo abgeholt werden muss, wo er sich nicht richtig genau auskennt, wenn abends ist, holt einer von uns ihn ab. Das ist ein Problem. Ja. Da gibt es genug eigentlich, aber wir wollen ihn loslassen, damit er auch eher klarkommt. Damit er halt auch selbstständiger wird. Ja, und seine Grenze auch kennt. Ja. Worauf muss man achten, wenn man mit Luca unterwegs ist? Also, tagsüber stolpert der auch über Gegenstände, aber nicht so extrem wie Dämmerung. Bei Dämmerung, stolpert er. Entweder sagen, dass da jetzt eine Stufe kommt oder ihn gleich an der also so in den Arm nehmen halt oder führen. Ja. Oder halt, wie gesagt, sagen, jetzt kommt eine Stufe oder jetzt kommt ein Gegenstand oder steht im Weg. Wie schwer, glaubt ihr, ist das mit so einer Krankheit zu leben? Wir können es vermuten. Also es muss sehr schwer sein. Weil es gibt hohe und tiefe, wie alles andere auch, und andere Krankheiten, aber diese Krankheit ist richtig extrem. Hat es Luca in bestimmten Bereichen im Leben schwerer als andere? In viele Hinsichten. In vielerlei Hinsicht. Er darf zum Beispiel Führerschein kann er nicht machen, dann abends ausgehen ist auch selten, also da muss er sich richtig überwinden. Um das zu machen, da braucht er aber auch eine Vertrauensperson, und heutzutage an die er sich halten kann. Oder sehr schwer zu finden. Ja. Gibt viele Situationen, wo ziemlich schwer sein müssen. Habt ihr schon mal gemerkt, dass es Luca irgendwann zu viel geworden ist? Ja, es gibt Tage, ein Mutterinstinkt spürt es immer. Speziell, wenn die Winterzeit beginnt, also Herbst, wenn das Licht dann abends ist dann nicht mehr um 10 hell oder bis 10, dann wird es immer dunkler bis 5, bis 4. Dann ist die schlechte Zeit für ihn gekommen. Da geht morgens im Dunkeln raus und abends im Dunkeln heim. Und da sieht er eh nichts im Dunkeln. Dann ist er richtig schlecht drauf. Ja. Warum habt ihr ihn nicht in eine Blindenschule geschickt? Also er hätte die Möglichkeit gehabt, auch in der Sehbehinderteschule zu gehen, damit er es leichter hätte in der Schule. Aber er wollte nicht, weil er unheimlich ehrgeizig ist. Er wollte die normale Schule besuchen. Dann haben wir uns geeinigt, solange er das packt und nicht zu viel Stress ist. Dass er die normale Schule besucht. Und er kann immer noch, glaube ich, diese blinde Schrift noch lernen. Habt ihr euch schon mal dumme Sprüche bezüglich der Krankheit von Luca anhören müssen? Ja. Ich habe bis jetzt eigentlich noch keinen dummen Spruch gehört in dem... Wieso ich? Auf seine Krankheit bezogen jetzt. Ja, aber er hat schon gesagt, wieso ich? Wieso habe ich diese Krankheit? Also ja gut, von anderen? Von anderen. Nicht. Nee, von anderen eigentlich. Wundert mich eigentlich. Ja. Also viele werden ja gemobbt auch deswegen. Ja, also der Luca in der Schule. Habe ich jetzt was gehört. Freundekreis, gar nichts. Wie findet ihr, dass Luca angefangen hat, YouTube-Videos zu machen?
Also ich denke mir, dass er wenig in der Öffentlichkeit mitmachen kann oder deshalb andere hat er sich Hobbys halt ja, hat er ein Hobby gesucht, wo ihm wahrscheinlich Spaß macht. Ja. Weil er gemerkt hat halt auch, sein Fußball, sein Ein und Alles, das geht halt irgendwann nicht mehr, weil das halt immer später wird mit dem Training, immer im Dunkeln praktisch. Und dann hat er sich jetzt halt ein zweites Standbein sozusagen. Wo ihm Spaß macht. Und Spaß macht auch und ja. Und Leute wo ihm auch Unterstützung geben. Ja, Hoffnung und nicht aufgeben. Viel Positives rein. Ja. Und wie findet ihr persönlich, dass er das angefangen hat? Ja, erst war er mal ein bisschen so skeptisch, aber jedem das sei. Ja. Also wenn das jetzt so. Er wird immer besser und klappt und wenn es ihm Spaß macht, ist das schon toll. Wir geben ihm auch Ideen für Videos. Wir sind auch immer gefordert. Halt die La Familia. Ja. Wie war Luca früher und wie ist er heute? Also, er war sehr, sehr schüchtern, zurückgezogen, zurückhaltend. Durch diese Jahre, durch die OP, durch unsere Kraft, was wir eben... Nach der OP war es anders. Ja. Vorher war das, glaube ich. Und nach der OP haben wir ihm dann immer wieder, wie als ob bei ihm im Gehirn irgendwie was passiert wäre, wie die Blockade ausgeschaltet und wurde immer selbstsicherer, selbstbewusster. Ja, und offener. Und wenn ihm was nicht passt, sagt das jetzt endlich mal. Ja. Auch zu so Führungspersonen, wie zum Beispiel der Trainer damals oder Vorgesetzte. Er hat gemerkt, man kann eine Meinung sagen oder was einem stört und passiert nichts. Was könnt ihr anderen Eltern raten, die ein krankes oder behindertes Kind haben? Also wir raten. Also wir sind zum Beispiel, wir geben einfach die Hoffnung nicht auf. Egal, was es ist, wir testen das. Diese Ozon. Hauptsache, es schadet nicht die Gesundheit. Nicht einfach aufgeben, was die Ärzte sagen. Man sieht, die Gesundheitsreform geht zurück. Einfach weiter selber forschen, selber testen und schauen, was tut mein Kind gut, was könnte ihm gut tun. Was wir bis jetzt erreicht haben, sind wir froh. Luca tut alles gut, was er jetzt gemacht hat. Wir machen weiter. Und einfach nicht sagen, nee, das klappt nicht, das ist nicht erforscht, das ist Unsinn. Also oder wir wenn die Ärzte dagegen sprechen, muss einfach, man nicht unbedingt darauf vertrauen. Also lieber selber nachforschen und suchen für irgendwelche Sachen. Und die letzte Frage, hat Luca heute immer noch Downphasen und wenn ja, wie hilft ihr ihm dabei? Ich glaube nicht mehr so viel wie früher. Speziell halt im Winter, wie bei den ganz normalen Menschen auch. Da kommt halt diese Phase, wo man dann fast in Depressionen fällt, weil es immer dunkel ist und kalt und es ist halt fast den ganzen Tag Nacht. Aber wir sagen, es geht weiter, es geht rum diese Zeit. Und das sind halt ein paar Monate, wo man durch muss. Und ich rede viel mit ihm. Ja, und ich denke mal, reden ist viel wert heutzutage. Okay, vielen Dank. You clench your fist, she gives you a hug. Tell you she loves you, but you've been drinking too much. But you don't quit, instead you rather fuss. And take it to the point to where she can't get up. And it makes you feel sick.